Tja, bald ist Schluss mit Homeoffice, dann geht es wieder zurück ins Büro. Aber sind die Berlinerinnen und Berliner fit genug dafür? Setzen Sie sich mal hin. Sieht nach Arbeit aus, normaler Arbeitsplatz. Okay, können Sie die Gegenstände mal beschreiben, die Sie sehen? Tastatur, Telefon mit Wahlscheibe, ein Tacker, das ist zum Stempeln, Akten. Haben Sie gemerkt, Sie haben den Locher mit dem Tacker verwechselt, ne? Ja, das stimmt. Das ist nicht gut. Wie würden Sie diese Utensilien persönlich für sich anordnen? Da sitzt ja jeder Handgriff. Spielen Sie Schach privat, oder? Nö. Dass halt alles geordnet ist und nicht so wie zu Hause, wenn man irgendwo seine Sachen da macht. Genau. Wie im Homeoffice war es ja immer so, dass man irgendwie mit einem Auge hat man bei Zoom reingeguckt, mit dem anderen Auge hat man Netflix geschaut, ne? Und nebenher noch die Kinder mit Filmen versorgt auf dem iPad. Ne? Ja, eben. Jetzt klingelt plötzlich das Telefon. Was machen Sie? Und wo? Das ist ein Telefon, richtig. Folgende Aufgabe: 10 Löcher in einem DIN A4 Bogen. Los! Gar nicht so leicht, das Lochen, oder? Ja, ich habe es auch leichter vorgestellt. Ja. Das Telefon wird schellen, ja. Ihr Chef ist dran und möchte von Ihnen eine Entschuldigung dafür, dass Sie wiederholt zu spät kommen. Ja, kann ich Ihnen sagen. Die Straßenbahnverbindung ist mal wieder unter der Sau. 8 Uhr und nicht erst 9.45 Uhr noch gar nicht kommen. Ja, ich meine, leider 5 bis 20 Kilo zu viel, brauche ich viel länger, um die Treppen hochzukommen. Das sind wohl genügend Entschuldigungen. Und wenn Sie zu spät kommen, frage ich natürlich auch nicht, ob Sie zu lange auf Ihrer Frau rumgesessen haben. Tschüss! Ganz ehrlich, das ist ein echtes Fiasko. Und damit zurück zu Ingmar Stadelmann ins Studio.